Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht es mit unserem kleinen Tutorial. Und ich möchte jetzt als nächstes am liebsten mal den Wand of Lightning herstellen. Und habe dafür schon mal, ja, Fraktus und Telum reingeschmissen in Form von einem Kaktus und Pflastersteinen. Ja, und wir kriegen den Wand of Lightning. Okay. Ach ja, wir brauchen noch Präkantatio. Wie wir bei allen Stäben brauchen, die irgendwie so ein bisschen was mit Zaubern zu tun haben. Das kann raus. Fraktus muss noch. Und Potentia, okay. Wo haben wir denn jetzt nochmal Potentia drauf gehabt? Hier. Auf Redstone. Ja, und dann können wir uns den Wand of Lightning herstellen. Und dadurch, dass wir den dann haben, ihr habt ja gemerkt, alle Stäbe, die wir bekommen haben, schalten gleichzeitig hübsche kleine Werkzeuge frei. Denn hier sehen wir zum Beispiel das Band of Excavation, da können wir uns dann die Schaufel machen, hier diese Hacke, die Spitzhacke und die Axe of the Stream. Das Beste! Nein, auf jeden Fall so. Und Band of Lightning bringt uns ein ganz anderes, ein ganz anderes kleines Tool, nämlich das Schwert des Zephyr tatsächlich. Also ein Schwert und kein Angriff, Quatsch, ich meine ein Angriffselement, Instrument und kein, dass ich gerade etwas stottere, ich schaue gerade in meine Liste und finde es gerade nicht. Ach hier, so. Also ich meine damit kein Werkzeug, sondern natürlich ein Angriffsutensil. Wir brauchen Aura. Ist das überhaupt da drauf? Ja, Aura ist drauf. Ja, gut. Aura benötigen wir und Motus. Irgendwie kann man anscheinend nicht immer alles zusammen reinhauen. Dann machen wir es eben einzeln. Kein Problem. So, Fraktus muss rein und Motus hatte ich gesagt, genau. Habe ich jetzt so richtig geguckt? Ja doch, Fraktus muss rein. Und ich drücke hier 80 mal weiter, obwohl es schon lange fertig ist. Wieso wird hier Fraktus nicht angenommen? Steht eigentlich drin, aber ist mir jetzt auch egal. Packen wir erstmal Telum mit rein. Ihr merkt, das sind die ähnlichen Elemente, die wir auch beim Schwert... Ach so, weil wir nicht... Ach so, wir haben nicht das Schwert des Zephyr, sondern wir haben jetzt Arcan Bellows. Ach meine Güte. Die Rezepte sind sich aber alle ähnlich. Okay, die Voraussetzung für dieses Rezept hier ist, dass wir diesen Infernal Furnace, also unseren schönen großen Ofen gemacht haben. Und wir benötigen Imperito. Und Instrumentum ist das letzte, was uns noch fehlt. Zum Glück. Ach, und diese Arkane... Ich weiß nicht, spricht man das Arkan? Oder... Ach, wie auch immer. Ist ja egal, wie man das ausspricht. Hauptsache, man schreibt es ordentlich. So, interesting fact about the element of air. Okay. Ja, das ist so eine, das schürt das Feuer für unseren Ofen. Das kann man zusammen tatsächlich benutzen. Hier sieht man, wie ihr das herstellen könnt mit Arcane Woodblock. Wer wieder nicht weiß, wie man den herstellt, das steht bei Magical Building Blocks in unserem Taumonomikon. Und zwar hier. Da müsst ihr einfach normales Holz reinpacken, dann kriegt ihr Arcane Woodblock. Aber wir wollen ja jetzt wissen, wie wir das hier herstellen. Und zwar mit Leder, mit einem Airshard, Eisenbarren. Dann müsst ihr in den Kessel 24 von Aura und 16 von Motus reinhauen. Hier, das könnt ihr euch noch durchlesen. Und dann habt ihr dieses arkane Ellos-Ding. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich muss mal kurz gucken. Ja, genau. Die Sache ist die, dieses Ding, ich nenne es jetzt einfach mal Luftteil, haben wir es hier? Arcane Bohr. Hier.
Oh Gott, so viele wollte ich schon gar nicht. Nee, die könnt ihr hier an den Ofen ransetzen, glaube ich. Wie war denn das? Ja, genau. Der schürt jetzt das Feuer. Hier auch nochmal. Da auch. Und wenn wir jetzt Verbrennungssachen durchführen, das machen wir einfach mal. Sagen wir mal, wir wollen jetzt nicht in den Ofen fallen, nicht? So, wir packen mal ein paar Steine rein, weil wir richtigen Stein haben möchten. Dann besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass der Nuggets mit ausspuckt. Gut, das macht er jetzt nicht, aber das kann definitiv passieren. Ja, das ist das ganze Geheimnis an der Geschichte. Und es geht viel, viel schneller natürlich, das Verbrennen. Habt ihr ja gerade gesehen, wie schnell die Sachen da rauskamen aus dem Ofen? Also der Ofen ist schon echt geil irgendwie, muss man sagen. Besonders wenn man das in Verbindung mit Industrial Craft macht, wo man ja immer ultra viele Elemente, hier so Eisen und alles Mögliche immer schmelzen muss, was man abbaut und hast du nicht gesehen, da ist das super genial. Okay, weiter im Text. Oh, hier sind aber viele interessante Elemente oben. Packen wir gleich mal so den Stack da rein. Gucken, was kommt. Okay, das müsste jetzt unser Schwert sein, ja. Sehr gut, aber das packen wir mal weg. Brauchen wir nicht. So, Telum ist noch mit drauf. Das ist am besten auf Kakteen. Also am günstigsten, sagen wir es mal so. Ich sage ja immer die günstigsten Varianten und auch die, die man relativ am leichtesten bekommt. Kakteen gibt es ja in so Wüstenbiomen ziemlich häufig. So, und Fraktus. Jetzt habe ich natürlich meine Pflastersteine da alle reingeballert. Das war ja klar. Das war ja so klar. Das war ja so klar. Nee. Ich habe immer diese doofe Brille auf. Ach nee, hier ist es ja schon Pflasterstein. Supp. Sind da hinten Skelette? Hey, und Endermen sind hier auch? Und Zombies? Hallo? Ich hatte doch die Gegner ausgestellt. Aber da können wir doch gleich mal unser neues Schwert testen, wenn wir es denn endlich mal fertig kriegen. Ja, das ist unser magisches ganzes Schaffen in diesem Tutorial. Hier neigt sich, glaube ich, auch langsam dem Ende zu. Während sich ein Enderman irgendwohin teleportiert hat und das hat sich echt komisch angehört. Hör bitte auf, Regen, wir brauchen dich jetzt nicht. So. Okay, wir können jetzt ein normales Taumium-Schwert verbinden mit unserem Rand of Lightning und das hat dann Luftelement drauf. Also, das zeige ich euch dann. Ihr seht erstmal hier, wie ihr es macht. Ihr müsst einige Elemente in den Kessel hauen. Das habe ich euch ja schon erklärt im zweiten Tutorial, wie man das mit dem Kessel in Verbindung oder im dritten. Na, so oder so. Wer jetzt nicht weiß, wie das geht, schaut sich bitte noch einmal einen Ehrenpart an. So. Okay, aber wir wollen mal gucken, was das Schwert eigentlich kann. Deswegen nehmen wir es uns doch einfach mal. Schwert ist C4. Hier war ein Zombie irgendwo. Ah, da ist auch noch eine Spinne. So, dieses Schwert kann Windwirbel erzeugen. Das zeige ich am besten mal, wenn man mal unsere Figur sieht. Wir können Gegner wegwehen damit. Ich probiere mal hier irgendeine Spinne oder sowas. Ne, da hinten ist ein einzelner Zombie, den holen wir uns. Komm her, einzelner Zombie. Dich wehen wir mal vom Platz. Ich wechsle mal wieder in die Ego-Perspektive, das ist irgendwie komisch. Hier, und wir können ihn wegwehen damit. Wir können ihn uns auf Abstand halten. Ich weiß nicht mal, ob das Schwert so irgendwie was taugt. Also es hat auf jeden Fall auch eine begrenzte Lebensdauer. Ja, und selbst kann es leider anscheinend nicht zum Schweben bringen. Aber halt Gegner. Hier, wir sehen, die Spinne kann gar nicht an uns ran, die wird weggeweht. Ja, weg mit dir, du Spinne. Und unser Golem will gleich wieder einsammeln, das ist aber schön. Können wir den eigentlich wegwehen? Ja, den können wir auch wegwehen.
Oh, jetzt sind da aber viele Creeper. Nee, da schalte ich die Gegner mal aus. Denn wenn uns hier ein Creeper den Zaubertisch wegratzt, dann, na, ich sag mal so, dann krieg ich schlechte Laune. Wieso ist jetzt immer noch Wind? Haben wir jetzt um uns herum einen Strudel erzeugt, oder wie? Ach, ich muss jetzt gar nichts mehr machen, oder hängt jetzt das Teil sich fest? Nee, ist gut jetzt, mit dem Wind. Okay, das hat jetzt von ganz alleine gemacht. Ich habe die Taste gar nicht mehr gedrückt. Auch gut. Okay, testen wir mal. Milch, auf Milch ist ziemlich viel oben. Okay, gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir es im Eimer haben. Denn dieses Eisenelement da ist bestimmt nicht in Milch drin. Also dieses Metallelement. Aber das soll uns ja nicht weiter stören. Wir haben ja den Drang zur Vervollständigung unseres Taumolomikons. Was haben wir denn jetzt? Copper Transmutation. Ach, jetzt kommen noch die Basics hier. Ja, das gleiche Spiel wie die anderen Transmutations. Können wir uns Copper... Nee, das wollte ich nicht. Zip. Können wir uns Copper-Nuggets herstellen? Und jetzt ist die Liste auch komplett. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, hier fehlt was. Wir haben jetzt Silber, Copper, also Kupfer, Eisen, Zinn und Lead. Ich weiß nicht mehr genau, was Lead war. Naja, finde ich noch aus. Gold. Also das heißt, wir können uns diese Elemente herstellen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ist das nicht sehr effektiv irgendwie. Ach ja, genau, wir wollen ja mal reingucken, was da steht, ganz genau. Das möchte ich euch, nein, das möchte ich euch ja natürlich zeigen. Ja, wir kriegen 3 Copper Nuggets, wenn wir 3 Metallelemente und ein Victus-Element in den Kessel werfen. Wobei man halt wieder sagen muss, auf so einem Goldbarren zum Beispiel sind ja 8 Metallelemente drauf. Das rentiert sich doch gar nicht. Weil ein Nugget ist ja noch kein Barren. Naja gut, wir wollen mal nichts kritisieren. Stattdessen schmeiße ich einfach ein paar Sachen wieder in den Kessel rein, die nicht funktionieren. Okay, es ist natürlich nie klug, wenn man ein so allgemeines Element in den Kessel schmeißt. Da muss man immer ein bisschen probieren dann. Oh, Hungry Chest. Ach du meine Güte, okay. Hungry Chest, da muss ich mal in meine schlauen Unterlagen gucken. Okay, wir brauchen noch Motus. Das haben wir auf Boten. Und Animus. Animus war doch auf... Hä, was macht denn das Teil hier? So. Ach, auf Wolle, echt? Nee, das ist Bestie, oder? Ist egal, wir machen erstmal Motus. Ach so, das ist auf dem Seelensand. Ach ja, ich werde demnächst auch nochmal ein ganz kurzes Tutorial machen darüber, wie kommt man in den Nether, wie kommt man ins End, wie findet man das Endportal und wie baut man sich ein Portal für den Twilight Forest. Forest? Good for itself, my proof. Okay. Eine Kiste, die sich selbst füllen kann. Ah, okay. Also das ist eine Kiste, die könnten wir jetzt theoretisch auch an den Ofen ranstellen. An unseren Ofen. Dann könnten wir oben was reinschmeißen und dann sammelt die das von alleine auf. Das prüfen wir doch gleich mal, würde ich sagen. Wir sind ja hier in... Wir haben einen Bildungsauftrag. Macht man wieder eine Falte, okay. Und Arcane Wood und dann das in den Kessel. Das Übliche. Ihr kennt es. Mittlerweile sind wir fortgeschrittene Zauberer und können das alles. So, das testen wir doch mal. Plupp. Oder ist das ein bisschen zu nah? Na gut, wir wollen es einfach hier testen. Das packen wir weg. Was wollen wir denn machen? Sand, oder? Stellen wir uns ein bisschen Glas her. Erstmal muss ich ja... Plupp. Hier wieder rein. Achtung, nicht in den Kessel fallen. So. Wieso sammelt das die Truhe jetzt nicht selbst auf? Naja gut.
Verstehe ich nicht so ganz. Muss man da noch was machen? Ach, müssen wir dann noch was zaubern oder so? If they are dropped close enough to touch it. Ja gut, das liegt vielleicht daran, dass wir auch unseren kleinen Golem haben. Übrigens, falls ihr den Golem mal loswerden wollt, wo habe ich denn jetzt meinen Zauberstab? Wo ist denn mein Zauberstab? Na, das ist mal eine gute Frage hier. Seltsam, seltsam. Ich glaube, dann könnt ihr den Golem wieder wegmachen, indem ihr mit rechts auf ihn klickt und dann könnt ihr ihn einsammeln. Moment, wir nehmen ihn mal. So. Probieren wir das jetzt einfach nochmal mit der komischen Kiste. Das will ich jetzt nämlich wissen. Vier. Ja, es gibt auch Sachen, die habe ich selber noch nicht wirklich getestet. So, was alles mit Magie so angeht hier. So. Die sind doch dicht genug dran. Also dieser Kiste ist irgendwie nicht zu trauen. Irgendwas mache ich falsch. Wir bauen die mal ganz kurz ab. Wir haben ja Zeit. So, und dann bauen wir sie mal wieder hin. Vielleicht muss die hier richtig dicht ran. Oh Gott, na das wäre aber jetzt echt schon zu dicht, oder? Funktioniert der Ofen überhaupt noch? So. Also wenn man das so dicht daran stellen muss, ist das ja schon wieder affig. Oh! Tatsache! Ach du meine Güte! Pff, das ist aber auch irgendwie mal geil, oder? Das heißt, wenn wir jetzt werfen, geht das... Ah, das ist cool! Okay, wieder was gelernt. Du meine Güte. So, was mit Erde haben wir auch noch irgendwo. Das ist ja cool. Unknown Theory, das war ja klar. Gut, hauen wir mal unsere Axt rein. Ja, ihr seht, wenn ihr da zum Beispiel eine Axt reinhaut, die hält nicht lang. Also ganze Werkzeuge da irgendwie reinzuhauen, das ist nicht sehr klug. So, was haben wir denn? Taumic Bees. Ach du meine Güte, wir gehen wieder in die Bienen. Da wissen wir bereits, es ist immer dieses Bestiola-Element drauf. Und das ist am billigsten auf Faden. Und ich glaube auch auf Wolle ist das. Nee, auf Wolle nicht. Aber wir haben keinen Faden mehr, deswegen müssen wir uns neuen holen. So. Ja, und ich glaube, heute, wenn ich das... Moment, ich nehme es auf jetzt gerade. Hey, wenn das alles richtig ist, was ich glaube ich denke, dann seht ihr das jetzt gerade an dem Tag, an dem ich Geburtstag habe. Haha, das ist doch mal so cool. Gut, interessiert zwar keinen, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Was haben wir jetzt hier ganz genau? Taumic Bees. Muss ja immer mal in meine schlauen Unterlagen gucken und da steht es natürlich nicht drin. Jetzt bin ich ja total begeistert und glücklich. Allerdings ist ziemlich oft dieses Victus-Element... Nee, ist es nicht. Dann benutzen wir mal Permutatio, ist irgendwie in einem drin. Okay, auch nicht. Mortus. Nee, das Wasser-Element. Ach so, und die anderen sind auch schon da. Gut. Präkantatio. Und wir brauchen, denke ich, neue Federn. Für Aura. Nehmen wir uns mal schnell. So, das ist ja hier alles sehr, sehr theoretisch noch. Ich zeige zwar auch praktisch, wie man Sachen baut und so, aber wenn ihr natürlich den Wunsch habt, dass ich irgendwas nochmal ganz genau zeige, dann mache ich das natürlich. Es sei denn, ihr möchtet jetzt, dass ich mal zeige, wie das mit den Bienen funktioniert. Da muss ich gestehen, da bin ich selber noch keine Expertin. Ach du meine Güte, jetzt haben die Bienen schon einen Zauberstab. Die Welt geht unter. Nee, auf alle Fälle, da bin ich selber keine Expertin drin. Da muss ich mich auch erstmal einlesen und dann würde ich dazu schon fast schon ein eigenes Tutorial machen. Okay, also jetzt wird's hier heftig. Jetzt gibt's Feuer, Wasser, Bienen, Erdbienen. Ach du meine Güte, okay. Sogar so eine Zauberbienen.
Das ist irgendwie cool. Boah, was wir schon alles gemacht haben, ey. Ist ja Hammer. Ach, uns fehlen noch die ganzen Golem-Sachen hier unten. Was ist das? Na. Ah, ich sehe schon, auf uns kommt noch einiges zu. Dann wollen wir doch keine Zeit verlieren und weitermachen. Wenn ihr was mit Golem habt, das ist immer, da ist immer Imperito drauf. Weil man ja jemanden kontrolliert, das ist ja wie so eine kleine Marionette, so ein Golem. Bis auf, dass ihr nicht dahinter steht und die Strippen haltet. Okay, wir haben den ersten Golem Animation Core. Das sind diese kleinen, diese Kerne, sage ich jetzt mal, von Golems, die ihm bestimmte Eigenschaften geben. Und auf diesen Animation Cores sind immer Imperito und Permutatio drauf. Quatsch, was habe ich denn jetzt hier? Ich sage Permutatio und lege aber Präkantatio rein, meine Güte. Ach, Leute, Leute. Ich werde alt, man merkt. Nein, Quatsch, ich bin noch jung. So. Was benötigen wir denn noch? Perception. Ja, keine Ahnung. Großartig. Müssen wir testen. Nö. Moment, ich habe mir nämlich nicht dahinter geschrieben, was was ist. Packen wir mal das hin. Ah, Visum, hm. Na komm. Komm schon. So. Und diese Kerne, die könnt ihr in die Golems, also in den Golems sozusagen, verarbeiten. Unser kleiner Golem jetzt ist ja, wie er selbst auch sagt, wenn man ihn anklickt, viel zu dumm, um schwierigere Aufgaben zu erledigen. Und das wird dann halt kompensiert, dass man den Golems verschiedene Kerne geben kann. Das ist zum einen Intelligenz, Stärke, Geschwindigkeit. Und jetzt fällt mir das vierte nicht ein. Oh. So. Ach ja, und dieses Perception-Ding, genau. Meine Güte. Okay. Ja, und dazu brauchen wir dann einen Golem Animation Core, den haben wir schon gemacht, den Basic. Und ja. Okay, weiter geht's. Nehmen wir doch mal die anderen. Nee, der nicht. So, Permutatio und Imperito. Wobei mir weder die Hebel noch die Samen, denke ich mal, reichen werden. Großartig. Ganz, ganz großartig. Mann, komm schon. Das war so klar. Okay. Ich kann es nur immer wieder betonen, das sage ich jede Folge und ich sage es auch gern fünfmal in jeder Folge. Man braucht so viel Zeug. Das ist Wahnsinn. Hm. Ja, ich würde sagen, das machen wir noch und dann ist auch schon wieder gut für heute. Kann ich nur sagen, wer hat dann die Uhr gedreht? So, und jetzt brauchen wir, dass, da das der Intelligenz... Kern ist, packe ich einfach mal das rein. Ja genau, Cognito. Ja, großartig. Schon wieder sind die Bücher alle. Okay. Müssen wir uns welche machen? Ah, findet man aber auch auf Papier. Fällt mir gerade ein. Naja, was soll's. So, das ist also der Golem-Animations- irgendwas. Kern. So, die sind are much smarter than the norm. Juhu. So. So, das könnt ihr euch durchlesen, wie immer. Und ja, da haben wir doch in dieser Folge auch einiges geschafft. Und ich bin nicht in den Ofen gefallen. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!